Ich nehme dich jetzt sehr gerne mit in mein Atelier und zeige dir dort Schritt für Schritt, wie du zu deinem eigenen Slip kommst. Ich zeige dir, wie du das Schnittmuster kopierst, worauf du beim Zuschnitt des Stoffes achten musst und natürlich die einzelnen Nähschritte an der Nähmaschine. Und dranbleiben lohnt sich. Am Ende zeige ich dir noch eine Nähvariante, wie deine Zwickelverarbeitung noch professioneller aussieht. Und los geht's! Ich zeige dir heute, wie du einen ganz einfachen Basisslip nähst. Das Modell Linda von Sui kannst du sowohl als Slip als auch als Bikinihose nähen. Bei der Bikinihose ist die Gummibandverarbeitung nochmal eine andere. Das zeige ich dir gerne in einem anderen Video.